Moin moin Freunde und willkommen beim nächsten Video. Wir sind hier kurz auf den Server PTS, auf den Testserver von der Gameforge. Und ja, der Weltenboss ist gerade durch. Ich habe euch das Ganze jetzt nicht gezeigt, weil ich einfach voll verrallt habe, eine Aufnahme zu machen. Super schlau von mir. Aber ich bin Platz 20 geworden, finde ich geil. Aber die Belohnung, naja, auf dem Server ist halt Rotze, bringt mir halt alles nichts. Also aus Spaß habe ich dran teilgenommen. Und ja, ich bin Platz 20 geworden von der riesigen Masse, die dran teilgenommen haben. Lasst mich nicht lügen, das waren locker 500 bis 1000 Spieler, die da mit drauf gekloppt haben. Das waren Kicks ohne Ende und ich habe es irgendwie auf Platz 20 geschafft. Das wäre nie so. Ich bin schon ziemlich stolz auf mich. Aber naja, was soll's. Jetzt ist der Testserver rum. Mal schauen, ob ich die Belohnung kriege oder nicht, weil der Invasionsrun, den habt ihr ja im letzten Video gesehen. Das ging ziemlich in die Hose. Da habe ich auch Kick gekriegt und ich kam nicht mehr rein in den Run. Und ich hoffe jetzt, dass ich mit den Weltenboss wenigstens dort Erfolg habe und dementsprechend eine Belohnung kriege. Gott sei Dank, es geht gerade Richtung Level 95. Wir brauchen jetzt hier noch ein paar Monster töten und dann ist es auch schon geschafft, wenn ich nicht permanent gestunt werde. Aber wir haben es jetzt jeden Moment geschafft und zack, da ist das Ding. Wir sind jetzt 95 und endlich raus aus der Grotte. Ich war jetzt geschlagene 10 Tage dort am Rumgammeln, bis wir fertig geworden sind. Ich glaube sogar 11 Tage, wenn ich mich nicht irre. Aber trotzdem, jetzt sind wir durch und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns für die Windmap ready. Und dann wird der Char schön auf 110 erstmal gezogen mit Autojagd weiterhin. Und dann von 110 auf 120 in einen Zeitrissrun. Ich hoffe jetzt mal, dass das Glück auf unserer Seite ist und wir einen Ring hier rauskriegen. Ja, so 20, 30 Truhen wären optimal. Mal schauen, wie viele wir benötigen. Wir sind jetzt bei 15 Stück. Komm jetzt bitte einen Ring raus. Es wäre so wichtig. Nicht, dass wir die ganzen Truhen schon wieder verschwenden. Ich will die eigentlich ganz gerne verkaufen und ein bisschen Profit rausholen. Aber derzeit sieht es wieder verdammt schlecht aus. Jetzt komm schon. Gib mir wenigstens den Ring. Oh Gott sei Dank. 45 Truhen. Ich bin noch einigermaßen zufrieden. Wir haben den Ring gekriegt. Knapp 20 Wochen später steht der Sucher jetzt auf der Levelwiese hier im verwunschenen Wald. Ich habe einige Sachen jetzt geändert. Ich habe meinen Windtali hier rübergelegt, den ich bei meinem kleinen Sucher liegen hatte. Ich habe mir ein APP gekauft für 15 Wochen, ziemlich teuer das Teil, aber nicht so schlimm. Dann habe ich mir nochmal den Helm für 10 Wochen gekauft, also Entschuldigung, 25 Wochen Ausgaben. Ansonsten das Rest-EQ, was ich hier drauf habe, hatte ich halt schon bereits am Start und das nutze ich halt weiterhin. Den Ring haben wir ja vorhin gezogen und was ich noch gemacht habe, ist dann natürlich die Kostüme gedreht auf 15 Wind und somit haben wir geschmeidige, ich muss mal ganz gut suchen, wo haben wir es denn, 90 Wind und ein bisschen Teufel, wo haben wir denn meinen Teufelwert? 73 Teufel, damit kann man gut hier leveln, mal schauen, wie lange wir brauchen, bis wir erstmal Level 100 sind und dann werde ich mich einfach mal melden. Während wir entspannt den Boss hier im Hintergrund umkloppen, holen wir nochmal 3 Söldner-Quests ab. Dazu möchte ich aber noch sagen, dass es demnächst ein Video bezüglich den Söldner-Systemen geben wird, also komplett rein um die Söldner wird das Video handeln. Nur als Info, ich bin gerade dabei, eigentlich sehr viele Söldner-Lizenzen zu farmen. Ich will einfach mal 100 mit euch gemeinsam aufmachen und die euch dann zeigen. Und ich sehe gerade, ich habe mein Aufhebepad vergessen, das sieht echt scheußlich aus. Ein Dämon plus 4 haben wir auch gedroppt, sehr nice. Ein schöner Drop hier, sind locker über Wonnen wieder. Aber wie gesagt, zurück zum Söldnersystem. Ich werde demnächst ein Video dazu machen und dann werde ich euch genauer demonstrieren, worauf es ankommt, was wichtig ist für das Söldnersystem und so weiter und so fort. Halt einfach mal genauer in die Thematik reingehen. Falls ihr natürlich Interesse habt, könnt ihr das Video dann dementsprechend anklicken. Ja, und ich würde mal sagen, ich farm einfach mal in Ruhe weiter, Bosse. Das HTA hier lächelt mich schon eine Weile an. Und das, was mich halt gestört hat, war ganz halt, dass es plus 8 ist. Deswegen werde ich das Ding jetzt trotzdem kaufen, auch wenn es plus 8 ist. Aber wir werden das Ding natürlich plus 9 versuchen. Die Boni sind halt ziemlich nett und dafür sollten wir, selbst wenn es plus 7 ist, immer noch 15 Bond kriegen. Gerade weil das schön für die Grotte ist, wenn das jemand haben sollte, dann wird er sich eventuell freuen, falls es, ja, erstmal muss man gucken, ob es überhaupt klappt. Also ich werde jetzt kurz einen Stein des Schmieds holen und so weiter. Und dann werden wir mal versuchen, das Armband auf plus 9 zu haben. Alles ist vorbereitet, um das Armband kurzfristig mal auf plus 9 zu ziehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenigstens haben wir vielleicht da mal Glück, wenn es meine Sachen sind. Ich meine, die Quilin schon im letzten Part, die waren ja ein bisschen kacke. Und jetzt schauen wir mal, ob das Armband hochgeht. Ja, wäre auch zu schön gewesen, würde ich sagen. Aber egal, verkaufen wir das Ding trotzdem weiter für 15 Bonn. Dann versuche ich nochmal eben kurz 3 Machtsteine einzufügen. Der erste ist zerbrochen. Der zweite ist drinnen mit doppelten Wertstärke. Sehr geil. Schon der erste drinnen. Der nächste ist erfolgreich. Den müssen wir dann ausbauen. Aber schon geil, dass der erste drin ist.
Ich habe jetzt einmal alle Söldner losgeschickt. Mal schauen, was wir alles so rauskriegen, ob überhaupt was klappt. Es ist immer so die Frage, ne? Die erste Sache hat schon mal geklappt, aber kam Zufallskisten. Das ist natürlich nicht so schön. Das war ein Level 1er Auftrag, meine ich. Level 5er fehlgeschlagen, jetzt kommt ein wichtiger Level 15er fehlgeschlagen. 12er auch noch relativ wichtig. Oh, das ist gut, dass der geklappt hat. In dem Sinne kann ich die Truhe und Yongbi-Wüste hier auch mal zur Seite legen. Dann Level 2er Auftrag fehlgeschlagen. Level 5er noch einer fehlgeschlagen. Ein 2er fehlgeschlagen und nochmal ein wichtiger 15er, wenn der klappt, wäre cool. Leider fehlgeschlagen, schade drum. Aber wir gucken noch, was wir in den Truhen haben. Schwarze Uniform Plus ist Schmutz. Gold brauchen wir auch nicht. Drachenschuppen weiß ich gerade nicht, wie viel die wert sind. Eine weiße Perle. Jetzt kommen wir zu den wichtigen. Lucys Ring, Tapfies und eine Segi. Naja, und jetzt kommt die Truhe der Zerstörung. Erdbeben-Skill, Tapfies und ja, eigentlich war das nicht so gut. Also, man kann Glück haben, man kann nicht so Glück haben. In dem Fall hatten wir jetzt wieder ein bisschen Pech. Ich denke, ich werde das mit den Söldnern jetzt auch anders machen. Und zwar, wenn ich Level 12er oder Level 15er erfolgreich habe, dann werde ich euch dementsprechend nur noch die guten Truhen zeigen, weil es halt Schwachsinn, wenn ich jedes Mal mit euch die Quest abhole, weil ich das jeden Tag mache. In dem Sinne, wenn ich mal was Gutes erfolgreich rausgekriegt habe, dann werde ich gemeinsam mit euch die Truhen öffnen. Mein Sura ist jetzt mittlerweile Level 98, geht ja langsam voran, der Char kann aber jetzt nur noch 11 Tage stehen. Ich gucke mal, ob ich in 11 Tagen wirklich noch Level 110 erreiche, wird eine harte Nummer. Vielleicht lege ich mir den einen oder anderen XP-Ring noch rüber oder suche ein ordentliches Kossi-Set, dass ich hier den Kossi-Bonus noch kriege oder mit Ring oder sonstiges. Muss ich schauen, weil sonst wird das echt eng mit 110. Ansonsten lege ich den Char erstmal auf Eis, weil ich werde da jetzt nicht extra nochmal für aufladen oder mit der Gutscheine holen, damit der Char weiterleveln kann für 3-4 Level. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen, ich muss eh erst die Bios lesen, in dem Sinne mal gucken, wie weit wir noch mit diesen 11 Tagen hier kommen. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Mein 55er-Sucher läuft jetzt auch eine Weile und ich sehe gerade, ich habe einfach mein Pet nicht aktiviert. Wie lost bin ich denn? Das tut ziemlich weh. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt liegt. Ist auch egal, den Drop lasse ich jetzt da hinten, den juckt nicht. Aber dennoch, mein Sucher läuft auch noch weiter. Der läuft jetzt noch 21 Tage hier oben im Tempel, beziehungsweise fast 22. Und ja, insgesamt haben wir schon ca. 20 Rollen knapp mit dem rausgeholt. Ein bisschen mehr und damit bin ich auch schon mehr zufrieden. Und ja, wir müssen ja insgesamt ca. 55 von mit dem rausholen. Dann haben wir die ganzen DR, die wir für den Char ausgegeben haben, wieder draußen. Und ja, mit den OKs Event und so weiter. Wir haben noch Sachen im Shop und wie gesagt, wir haben schon 20 von reines Won eingenommen. Mein Shop ist noch voll mit Schenkeln, mit Segis, mit OK-Kisten und so weiter. In dem Sinne, denke ich mal, werden die 100 Won in den 30 Tagen locker flockig drin sein. In dem Sinne haben wir das Doppelte an Profit rausgemacht, nur mit dem Char. Einfach nebenbei laufen lassen, während mein Main eh noch läuft. Und ja, zum Main jetzt auch nochmal direkt, wenn man schon gerade mal Main redet. Der läuft ja wie gesagt auch noch geschmeidige 21 Tage, genau wie mein Sura. Das Pet habe ich ja beiden Chars geholt gehabt gleichzeitig und da farm ich ja derzeit Feuerruhen, Schlangensteine und so weiter. Eventuell lege ich einige Schlangensteine noch zur Seite, weil ich ja irgendwann noch eine PvP-Rüstung machen möchte und das wird natürlich dann eine Schlangenrüstung, geschweige denn möchte ich auch Schlangenrüstungen herstellen irgendwann mal, aber das hat ja noch alles Zeit. Ansonsten, ja, die Zufallskisten habe ich jetzt auch jede Menge wieder geöffnet, aber dazu noch mehr, sobald ich dann halt alle geöffnet habe, weil nach und nach öffne ich die, sind über 6.000, 7.000 Stück gewesen, also es dauert schon eine Weile. Ich habe letztens schon 2 Stunden im Stream geöffnet und ja, demnächst geht's weiter und da schaue ich dann einfach mal, wie es ausschaut, wenn ich das alles durch habe und dann zeige ich euch den ganzen Job aus den ganzen Kisten. Dann noch zum letzten Char, wo ich gerade Autojagd laufen lasse. Hab 4 Autojagd-Chars, 24, das tut schon ziemlich weh. Aber hier habe ich halt auch noch das 7-Tage-Pad, was wir von dem einen Server gekriegt haben, von dem PTS-Server. Und das lasse ich halt dementsprechend hier gerade laufen, wo ich halt auch mit OK-Sets farme, wie ihr hier schon seht. Die habe ich noch neben dem Shop gestellt. Und die ganzen Haarbänder und so weiter, die habe ich gerade noch im Shop gestellt. Insgesamt habe ich schon 50 rote Haarbänder jetzt nach, ja, knappen, ja, 3 Tagen jetzt, so ein bisschen mehr als 3 Tage. Das ist auch schon ziemlich geil und halt die ganzen Sachen hier, die droppe ich halt auch noch, die verkaufe ich dann auch noch weiter und ja, wie ihr seht, 136 KK haben wir gerade hier schon eingenommen, das Young habe ich noch nicht runtergenommen. Und wenn es am Ende 15 Won werden, kann ich auch voll und ganz mit leben. Ansonsten war es das mit dem Video an der Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Schaut bei meinem Partner Holy vorbei, falls ihr auf Energy Drinks steht und natürlich, falls ihr noch kein Metin 2 spielt oder spielen wollt, stellt euch über meinen Link einen Account und dann könnt ihr mich damit kostenlos unterstützen. Ansonsten haut rein, wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Euer Simply. Ciao, Freunde.